Einen wunderschönen guten Morgen zum Tagestrend, Tagesthema am 16. Dezember 2020 und zum 16. Türchen im Adventskalender. Großartig, ne? Heute habe ich was ganz Besonderes für dich, die Sprache der Engel. Das Online-Seminar, das in 3 Tagen stattfindet, da kannst du heute noch dir einen Platz sichern mit 50%. Rabatt bei Nadja Haffendorfer. Ne? Das gibt es nur heute. Melde dich heute noch an, damit du am 19. bei diesem tollen Online-Seminar mit dabei sein kannst, die Sprache der Engel erlernen kannst und heute, wie gesagt, mit 50% Rabatt. Also dringend noch anmelden. Wir freuen uns auf dich. Heute gibt es ein Channeling, also etwas Größeres, etwas Stärkeres, etwas Intensiveres. Deswegen verzichten wir auch heute Abend auf das Abendgebet, denn ich werde euch sagen, was die Engel gerade jetzt in der Weihnachtszeit sagen möchten. Und ich weiß auch schon, wer sich meldet, ihr werdet es gleich hören. Geliebte Menschenseelen, fürchtet euch nicht in dieser Zeit, denn ich komme zu euch und verkünde euch große Freude. Ich bin Erzengel Gabriel, gesandt von Gott zu euch, um euch frohe Kunde zu überbringen. Ja, die Zeiten sind schwer und die Zeiten werden sich auch noch weiter verhärten, wie ihr aus dem Jahreschannelings und aus den anderen Engelchannelings entnehmen könnt. Dennoch steht dahinter eine Zeit des großen Lichts und der großen Freude. Der Schatten hat bereits verloren und glaubt, er könnte sich noch retten. Dennoch hat er in Wahrheit keine Möglichkeit, denn Gottes Pläne verwirklichen sich, setzen sich um und werden Gegenwart. Genieße du die Pläne deines Schöpfers und sei dir sicher, dass bis Ende 2022 diese Schattenenergie verschwunden sein wird. Genieße die Zeit, in der dein Erlöser geboren ist, in der du die Geburt deines Erlösers feierst und diese wunderschöne Zeit des Advents und der Weihnacht. Verbinde dich mit deinem Schöpfer, verbinde dich mit Jesus Christus, in Liebe, Erzengel Gabriel. So, lass die Energie einfach wirken, ich lasse sie auf mich gerade auch wirken. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe, Udo Wolfmann. Bis morgen. Tschüss.